Herzlich willkommen zu den Magic Moments, den Interviews für charismatische und besondere Männer und herausragende und außergewöhnliche Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel. Ich bin die Hüterin der inneren Wahrheit und möchte dir behilflich sein, deine Wahrheit für dich wieder zu entdecken. Erinnere dich an dich. Grüß dich, lieber Dieter. Wie schön, dass du hier wieder bei den Magic Moments, bei den Interviews für charismatische und besondere Männer dabei bist. Ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank, Tina. Ich freue mich wirklich auch, dich wiederzusehen. Wirklich. Dankeschön, danke. Ich erinnere mich so gut noch an die Geschichte des letzten Interviews, wo du über deinen Freund berichtet hast, dem du das Leben gerettet hast. Erinnerst du dich daran auch noch? Ja, klar. Also, das war wirklich das Schöne an dem letzten Interview, dass ich mir die Erinnerung da eigentlich wieder vergegenwärtigt habe. Und ja, seitdem hole ich mir die auch öfters wieder in Erinnerung. Und ja, es ist schön, weil ja, es war eine ganz besondere Energie, die mich damals ereilt hat. Und ja, das war ja auch der einzige Moment in meinem Leben, das sagte ich ja damals auch bei dem letzten Interview auch, ja, wo ich das Gefühl hatte, dass ich wirklich mal etwas gemacht habe, was sich andere so nicht zugetraut haben, wo ich aus der Menge herausgetreten bin und dann ja vielleicht doch nach der Definition, die ich ja da auch im letzten Interview gegeben habe, dann doch mal ein Held war. Ja, absolut. Ist seit unserem letzten Interview für dich noch was möglich geworden, wo du merkst, ja, das war jetzt eine Reise nochmal in diesem Jahr, die wichtig war, wo vielleicht nochmal Magic Moments entstanden sind für dich? Also ein weiterer Magic Moment vom letzten Interview war ja der, wo ich mich an den kleinen Fußballer erinnert habe. Und an den erinnere ich mich jetzt wieder besonders gerne, weil der damals, als er dieses völlig unbedeutende Tor, ne, im Alter von 7 Jahren geschossen hat, ja, da stand es schon 7:1 für die Gegner und er hat dann das 7:2 gemacht. Das war dann auch der Endstand. Ja, aber dennoch hat er sich gefreut da wie ein Schneekönig, ne? Obwohl es für die Mannschaft überhaupt nicht von Bedeutung war. Ja, aber für mich war es offensichtlich von Bedeutung, ne? Und ja, also, dass ich mich so als Kind freuen konnte für mich, das war echt das ist eine sehr schöne Erinnerung. Ja, weil, ja, also wenn mir sowas später passiert wäre, im höheren Alter, dass ich so ein Tor geschossen hätte, ja, dann hätte ich da wahrscheinlich nicht mehr weiter reagiert, ne? Dann hätte ich das abgetan, weil dann hätte ich es einordnen können, ah, das Spiel ist eh verloren, ne? Also bringt jetzt nichts mehr, aber ja, dennoch sich so für sich zu freuen, weil es einfach das erste persönliche Tor war, das ist schon schön, Toll. schöner Magic Moment. Ja, wunderschön. Dieses, so wie du es auch beschreibst, da geht der ganze Körper mit, ne? Ich kann das bis hierhin spüren, wie du da aus deiner Erinnerung sprichst und auch einfach aus dieser Erkenntnis sprichst. Wenn du jetzt an so einem Lagerfeuer säßest und um dich herum lauter Menschen, die noch auf ihrem Weg erstmal zu diesem Helden sind, nochmal auf diesem Weg sich zu erkennen, was würdest du ihnen als Essenz mitteilen? Was ist daran wichtig, dich als Held erkannt zu haben? Wichtig ist für mich, dass ich erkannt habe, dass ich auch einen Helden in mir habe. Na, auch wenn ich den häufig nicht wahrgenommen habe, einfach weggesteckt habe. Aber ja, ich muss ja eingestehen, ich habe tatsächlich schon mal heldenhaft reagiert in der Situation, ja, wo kein anderer reagiert hat, als der Wolfgang da ins Eis eingebrochen ist und laut geschrien hat, da hat ja kein anderer reagiert. Ne? Und dann bin ich halt hin und habe ihnen geholfen. Ja, und also offensichtlich habe ich so eine Fähigkeit in mir. Ich habe mir es dann nur, ja, abgewöhnt, abtrainiert, nicht mehr ausgelebt. Und den anderen, die da am Lagerfeuer sitzen,
Denen würde ich Mut zusprechen oder gut zusprechen, da sie mit Sicherheit auch so eine Situation schon mal in ihrem Leben hatten und dass sie sich doch versuchen sollten, daran zu erinnern. Na, und wenn ihnen dann die Erinnerung gelungen ist, dass sie sich dann auch dafür feiern sollten, ne? Ja. Und gar nicht so sehr vielleicht auch mit anderen, aber sich selbst feiern, ne? Als Ja. Selbstbestätigung, dass sie es wirklich in sich haben. Ja, Ich glaube, ja. es hat jeder in sich. Ja, absolut. Wenn du dich so sprechen hörst, wie du es gerade auch formulierst, kriegst du mit, dass du schon auch wieder aufgebrochen bist, um vielleicht sogar schon das Nächste für dich zu erfahren, vielleicht auch Mentor für andere Menschen zu sein, ein Vorbild zu sein. Und zwar eben nicht mehr nur als Held, nur in Anführungsstrichen, mit dieser neuen Erkenntnis eigentlich schon auch auf dem Weg zu sein, anderen den Weg zu weisen oder zumindest zu eröffnen. Also gut, jetzt die Geschichte am Lagerfeuer, da hätte ich wirklich was beizutragen in der Beziehung, aber sonst habe ich mir das jetzt noch nicht vergegenwärtigt. Also ich bin da jetzt nicht jemand, der wirklich voraustritt und schon in die Rolle hineinwächst. Also ich glaube, an dem Punkt bin ich noch nicht, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Also vielleicht habe ich es ja doch auch in mir, dass ich mir da ein bisschen mehr zutrauen könnte und ja, um anderen vielleicht da auch Tipps zu geben, die mich auf meinem Weg einfach weitergebracht haben. Ich denke da halt an die Archetypen und habe diese Vorstellung vom Helden, der so mutig und im Grunde ja auch einfach mehr unerschrocken durch die Lande zieht, um auch einen Fußabdruck zu hinterlassen. Und das hast du ja mit deiner Geschichte wahrlich getan. Und du hast, wenn du am Lagerfeuer sitzt, natürlich auch dann beeindruckte Zuhörer. Und wenn man archetypisch weitergeht, wäre dann ja der Magier da, der Mentor oder der Magier, die haben halt auch eine Vision. Da geht es darum, ja dann auch in einer Vision ja zu Hause zu sein. Und was wäre deine Vision hier für diese Erde im Moment mit deiner Geschichte nochmal, die so viel in dir bewegt hat, was du jetzt auch in diesen letzten 50 Jahren, die vielleicht vor dir liegen, was du da vor dir hast, was du erfüllt wissen möchtest? Also, ich kann mir vorstellen, dass ich für Frieden leben möchte. Ich möchte keinen Kampf mehr und keinen Stress. Davon habe ich genug gehabt in meinem Leben. Ich möchte im Frieden leben und es ist mir die letzten Jahre auch sehr gut gelungen. Und ich merke auch, dass die Menschen, mit denen ich dann zu tun habe oder die vielleicht mit mir zu tun haben, auch nicht mehr aggressiv sind. Na, also da kommt keine Aggression mehr von innen. Und ja, oder auch Tieren. Ich hatte ja auch das letzte Mal das Beispiel gesagt, da mit diesem scharfen Schäferhund, der aber bei mir völlig ruhig reagiert hat. Und ich glaube, das ist etwas, was ich die nächsten 50 Jahre, wenn es noch so viele werden, auf jeden Fall für die restlichen Tage, die mir noch bleiben, dass ich für sowas einstehen möchte, einfach Frieden und Harmonie und Streit und Kampf und Krieg ist überflüssig. Da sollten wir erwachsen genug sein, andere Wege zu finden. Na, und vor allem auch in der eigenen Hinterfragung, na, warum eskaliert jetzt die Situation so, wie sie gerade eskaliert. Wenn wir bei dem Gegenbeispiel sind von Frieden, bei Krieg, na, dass man sich dann wirklich fragt, was hab ich wirklich aktiv dazu beigetragen, dass sich jetzt die Situation so entwickelt, dass sie so eskaliert. Ja, ich glaube, dafür möchte ich einstehen. Was glaubst du, warum es in deinem Leben zu Aggression und Eskalation geführt hat oder was dazu geführt hat? Was ist da der auslösende Gedanke, der dich betrifft? Also ich glaube, dass es war, es ist jetzt deutlich besser geworden. Also Leute treten mir jetzt deutlich weniger aggressiv gegenüber auf als in der Vergangenheit. Das ist mir die letzten Jahre nicht mehr passiert.
Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich mehr zu mir gefunden habe und dadurch eine größere innere Gelassenheit bekommen habe. Ja, vielleicht auch innere Stärke. Innere Stärke, es ist weniger Stärke im Ausdruck. Das ist es weniger, aber ich glaube, es ist einfach innere Entspannung und Gelassenheit. Und deswegen glaube ich, habe ich das jetzt weniger erlebt als die vielen, vielen Jahrzehnte zuvor, weil ja, angefangen mit der Pubertät hat sich eine gewisse Unsicherheit in mein System eingeschlichen und die haben andere erkannt. Und wenn die vielleicht auch noch unsicher waren mit sich, na, die waren natürlich nicht in Liebe mit sich, weil jemand, der mit Liebe ist, mit sich, der schlägt ja nicht aus. Aber die Menschen, die das bei mir eben erkannt haben, dass ich unsicher bin, in gewissen Situationen, die haben das ausgenutzt und dann da reingeschlagen. Also dieser Shift von der eigenen Unsicherheit hin zu einer größeren inneren Sicherheit, der hat das, glaube ich, bewirkt, dass ich jetzt einfach mehr Frieden erleben kann. Das heißt, im Grunde ist dann Frieden etwas, was automatisch kommt, wenn du mehr dir zuwendest, sozusagen. Ja, absolut. Ne? Und das ist für jeden im Persönlichen so, glaube ich. Aber das ist auch bei den ganzen großen Auseinandersetzungen, die es im Außen gibt, nicht weniger. Ne? Also es wird ja heute überhaupt nicht mehr diskutiert. Also wenn wir jetzt die Kriegsszenarien anschauen, die es gerade in der Welt gibt, wie Ukraine und Russland oder Israel und Palästina. Da versucht ja keiner zu vermitteln, ne, und zu sprechen. Und Helmut Schmidt hat mal gesagt, es ist besser, 100 Stunden zu verhandeln, als eine Stunde zu kämpfen. Ne? Und da hält sich aber niemand dran. Ne? Mir kommt es so vor, als ob alle nur eskalieren und keiner sucht mehr Vermittlung und Verhandlung. Wäre dann für dich eine Essenz oder ein Fazit, wenn wir uns alle uns zuwenden, uns selbst zuwenden und mit uns so eine Art Begegnung wieder stattfinden lassen, ist dann mehr Gespräch möglich und Frieden möglich? Oder was wäre deine genaue Essenz für deine Herleitung gerade? Genau das, dass wenn jeder wieder sehr mit sich im Reinen ist und da weniger Konfliktpotenzial in sich hat, also ungelöste Traumata, irgendwelche Kindheitstraumata, die er in seinem erwachsenen Körper immer noch mit sich herumschlebt und weil er halt dann vielleicht die Macht hat, also auch als Erwachsener auslebt, ich glaube, das würde alles viel, viel weniger vorkommen oder überhaupt nicht mehr vorkommen, weil jemand, der mit sich im Reinen ist, der ist von sich aus nicht an der Aggression interessiert. Na, natürlich, wenn man im Krieg von außen angegriffen wird, dann muss man sich auch verteidigen und sein Haus und Hof und seine Familie verteidigen. Ganz klar. Aber bis es mal so weit kommt, na, da glaube ich halt, kann man viel tun, um die Situation zu entspannen. Und ich glaube, letztendlich geht der Weg über einen selbst. Es geht nicht so, aber du, aber du, aber du. Na, und das ist, glaube ich, der falsche Weg, sondern wirklich zu schauen, was ist mein Beitrag, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und die Gegenpartei sollte das dann natürlich genauso machen, weil ja, wenn die sich dann hinstellt und nur erwartet, dass man sich selbst bewegt, aber selbst nichts tut, das kann es natürlich auch nicht sein. Ne? Es sollten beide so reif und erwachsen sein, bei sich zu bleiben und zu schauen, okay, was ist unser Beitrag zu dieser Situation und wie bekommen wir die Kuh wieder vom Eis? Ja. Wenn du auf diesen Weg guckst, den du ja jetzt sehr, sehr, ich finde, bildhaft und gut beschreibst, also ich kann den sehr gut greifen, was war der wichtigste Impulsgabe oder was war der wichtigste Satz für dich, der dir diesen Shift hat entstehen lassen, dass du heute hier so sitzen kannst und sagen kannst, so ist das für mich? Ja, der wichtigste Satz war vielleicht, bleib bei dir. Was ist dein Beitrag zu der Situation? Das hat mir unheimlich viel geholfen, als mir das mal ein wertvoller Coach vermittelt hat.
Da habe ich erkannt, dass er recht hatte und dass das der einzige Weg ist. Ne? Bleib bei dir. Was ist dein Beitrag, dass sich die Situation so entwickelt hat? Und ja, geh in deine eigene Entwicklung und hoffe, dass der Gegenüber da auch mitgeht, weil dann habt ihr eine gemeinsame Zukunft. Und wenn nicht, dann müsst ihr euch halt trennen. Aber trennt euch bitte, ohne euch die Köpfe einzuschlagen. Ja. Und kannst du das für dich immer weiter transformieren? Also schaffst du es für dich, dass auch immer die Kreise immer größer werden für dich? Oder bezieht sich das immer auf 1:1 Begegnungen mit Partnern, Partnerschaften oder Freundschaften? Wie würdest du Ja, das beschreiben? letzteres. Also ich versuche das im Persönlichen zu leben. Ja, meinen Kindern gegenüber, ja, im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch im Beruflichen. Ja, so, das sind so die Kreise, in denen ich das versuche für mich so anzuwenden. Und ich merke, es funktioniert sehr gut, weil dadurch kann ich auch aus jeder Situation etwas lernen. Weil wenn ich mich selbst frage, was habe ich jetzt dazu beigetragen, ja, dann setze ich mich ja mit der Situation auseinander. Wenn ich im Vorwurf bin und ja, aber du, aber du, aber du, na, dann lenke ich ja von mir ab und bin beim anderen. Und er soll sich bewegen und ich kann so bleiben, wie ich bin. Das führt zu nichts. So. Und gibt es Momente, wo du über diese Sätze selber stolperst und merkst, ah, jetzt war ich doch noch mal in der alten Schiene? Gibt es da so Momente, wo du merkst, da habe ich es noch nicht 100% in mir drin, so vielleicht? Also ich muss sagen, ich habe die letzten 4 Jahre, da habe ich eigentlich mit Menschen zu tun gehabt, ja, mit denen es wirklich immer sehr harmonisch war. Na, also da gab es keine großen Konflikte und ja, auch das Verhältnis zu meinen Kindern hat sich, glaube ich, gebessert. Es war nie schlecht, aber es hat sich nochmal gebessert. Seitdem ich das für mich so erkannt habe und versuche bei mir zu bleiben und ihnen ihren Raum zu lassen und ihren Weg gehen zu lassen, ohne mich zu sehr da überzustülpen. Ja, also es gelingt mir eigentlich recht gut, aber ich hatte jetzt auch keine großen Herausforderungen, weil ich die letzten 4 Jahre da eigentlich nur im Umfeld unterwegs war, wo es eigentlich keinen Kampf und keinen Stress mehr und keinen Streit mehr gab. Und ja, wenn es das mal gab bei Kleinigkeiten, was weiß ich, im Haushalt oder so, ja, dann glaube ich, ist mir das ganz gut gelungen, dass ich mir die Kritik angehört habe und gesagt habe, ja, Mensch, sie hat ja recht oder. Ja. Wenn du dir jetzt so zuhörst und du hast ja vorhin erwähnt, diesen mutigen kleinen Jungen, der dem anderen Jungen das Leben gerettet hat und auch diese Szene auf dem Fußballfeld, und dann hast du gesprochen von dem Jungen, der da so viel Unsicherheit in der Pubertät erfahren hat. Wenn du die beiden siehst mit der Geschichte, die du jetzt nochmal auch erzählt hast, auch diese Erkenntnisse, die du in den letzten Jahren gewonnen hast durch wichtige Impulse, was würdest du den Kleinen mitgeben, dass die wirklich in diesem Mut von diesem ganz kleinen Jungen groß werden, dieses ja Unsichere ein bisschen gefüllt wird, damit dieser Dieter, der du heute bist, vollkommen durch dieses Leben laufen kann? Was fehlt dem Unsicheren? Was würdest du dem gerne sagen? Ich würde ihm gerne sagen, dass er richtig ist, so wie er ist, und dass er sich bloß nichts einreden lassen soll von diesen Menschen, die ihn da gerade überhaupt nicht gut gesonnen sind. Na, er ist richtig und er hat ja nichts falsch gemacht, er hat alles richtig gemacht und er soll sich auch erinnern an die schönen Erfahrungen, an die positiven Erfahrungen in seinem Leben und nie vergessen, dass er einfach immer alles richtig gemacht hat. Und wenn sich da andere an ihm abreagieren wollen, dann soll er das mehr oder weniger als Training sehen, einfach um sich dann auch zu behaupten. Also,
Ja, ich würde ihm raten, dass er seine Kraft, die er damals gezeigt hat, eben als er da zum kleinen Helden wurde, beim Schlittschuhlaufen, dass er diese Kraft dann sich in dieser Situation, wo er unsicher wird, vergegenwärtigen soll und die in sich spüren soll und die ausstrahlen soll. Weil meistens sind die, die so aggressiv auftreten, innerlich ganz schwach. Also die haben ja etwas zu kompensieren, weil, wie ich vorhin schon sagte, wenn sie voller Liebe und Erfüllung wären, dann würden sie ja nicht aggressiv auftreten. Die Frage ist ja auch, wieso sie aggressiv in deiner Begegnung auftreten. Du hast vorhin gesagt, diese Unsicherheit führt möglicherweise auch dazu. Das gehört ja immer dazu, diese Puzzlestücke, die dann zueinander geführt werden. Je nachdem, wie wir groß werden und welche Muster wir lernen, so reagieren wir natürlich dann auch auf ein unsicheres Gegenüber möglicherweise. Das heißt, welche Superpower würdest du diesem Kleinen und dem Großen heute empfehlen, damit das einfach wirklich Geschichte ist? Welche Superpower. Ja, also ich habe da zwei so Protagonisten für mich gefunden, an die ich mich sehr gerne erinnere, wenn ich in so einer Situation bin, weil der eine kann mir mit seiner Schlagfertigkeit unheimlich helfen und der andere einfach mit seinem Wumms. Das sind Terence Hill und Bud Spencer. Ja, großartig. Na, und die beiden in Kombination, also dieses Schlagfertige von dem Terence Hill und dann einfach der Bud Spencer, der dann den anderen so auf den Kopf haut und zur Ruhe stellt. Na, also an die Superkräfte, die Kombination von den beiden, an die würde ich mich dann erinnern wollen in solchen Situationen. Großartig, tolles Bild. Ich habe sofort diese Filme vor Augen, insbesondere die Bohnen, die sie dann immer gegessen haben. Ja, super. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du dir vorstellst, jetzt, wir haben ja vorhin von 50 Jahren schon nochmal gesprochen, wir treffen uns in 50 Jahren und trinken einen leckeren Tee oder Kaffee zusammen und schauen nochmal auf deine Reise. Was würde dieser ältere Dieter, dem jüngeren Ich, der jetzt hier im Interview mit mir sitzt, gerne sagen, was ihm wichtig noch auf dem Weg fehlt, damit er so komplett leuchten kann und strahlen kann? Ja, es fehlt ihm noch, dass er diesen Weg zu sich selbst, den ich auch beim letzten Interview angesprochen habe, dass ich den noch nicht vollständig hinter mich gebracht habe. Also ich soll da dranbleiben, würde mir raten, es ist ein guter Weg, gut für mich, gut für meine Umgebung. Aber ich soll es natürlich in erster Linie für mich machen. Einfach dranbleiben. Und ja, voller Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, eigentlich auch mit einer Einstellung, die ich habe, es wird schon alles gut gehen. Ne? Und ja, also auch wenn es mal irgendwie Probleme gibt, also ob im beruflichen oder sonst irgendwo, dann habe ich eigentlich so spontan immer den Impuls, okay, die Situation ist, wie sie ist, die kann ich jetzt nicht mehr ändern. Was kann ich jetzt machen? Ne? Also ja, und einfach ja, diese Einstellung weiter zu behalten und weiter den Weg zu mir selbst zu gehen. Und ja, was ist der Weg zu mir selbst? Ich glaube, das ist der Weg wirklich wieder in mehr, ja, in mehr Harmonie mit sich selbst einfach so zu kommen. So, ne? Und wenn man merkt, dass man irgendwo ja, eben noch dieses Konfliktpotenzial hat oder dieses Aggressionspotenzial, dass da irgendwas zugrunde liegt, was offensichtlich noch nicht von mir richtig reflektiert wurde. So dann mich dem dann auch zuzuwenden. Ja, weil ich merke das selbst, so kommt man wirklich immer weiter in sein persönliches Wachstum. So. Wobei, wie gesagt, ich habe den Weg noch lange nicht beendet, aber ich weiß, das sind die Schritte dazu. Was würde dein älteres Ich auch vielleicht als Fokus angeben? Also was könnte dein größtes Hindernis sein oder die größte Möglichkeit, wieder vom Weg abzukommen? Was könnte, ja, Hindernis ist vielleicht die Begrifflichkeit.
Ja, also was mich immer wieder einholt, das sind Zweifel und auch so Thema schlechtes Gewissen und Schuld. Ja, das ist so ein Muster, das in mir angelegt ist, schon von Kindheit an. Und ich merke, wenn die mich ereilen, und das ist häufig so, wenn ich in keiner guten körperlichen Verfassung bin, also wenn ich nicht wirklich ausgeschlafen bin oder wenn ich verkatert bin oder so, dann merke ich, dass diese Kräfte bei mir wieder sehr viel Andock-Potenzial haben. Und ja, also im Umkehrschluss weiß ich auch, dass wenn ich mich in eine gute Verfassung bringe und mich darum kümmere, also wenn ich mich um ausreichend Schlaf kümmere, wenn ich es nicht übertreibe mit dem Alkohol und ja, dass ich mich dann viel besser in mir fühle und dass dann diese Zweifel, Schuld und schlechtes Gewissen, dass es dann viel weniger Möglichkeit hat, mit mir in Resonanz zu gehen. Also ist die größte Herausforderung, deinen Körper im Fokus zu behalten? Also den Körper insofern, als dass ich im Körper zu Hause bin. Ja, super. Ne, Ja. also, weil den Körper einerseits gesund zu ernähren und ausreichend Sport zu machen, ne, und genügend zu schlafen, das ist das eine, ne, so die körperliche Pflege, aber das andere ist ja auch mein Geist, mit dem ich auf die Erde gekommen bin, wieder mit dem Körper wirklich, wirklich voll zu verbinden und voll auszufüllen. Ja. Was würdest du den Menschen, die dir nachfolgen, also die einfach auch jünger sind und auf ihrem Weg noch suchen, was würdest du denen empfehlen mit dieser Weisheit, die du hast? Ja, also ich würde sagen, diese Erkenntnis, die ich jetzt erst im hohen Alter, also da mussten erstmal 5 Jahrzehnte vergehen, mehr als 5 Jahrzehnte vergehen, nämlich, dass ich bei mir bleiben soll und mich nicht so sehr mit meinem Gegenüber auseinandersetzen soll in einer Konfliktsituation. Ja, dass sie die wirklich verinnerlichen sollten, weil das fängt ja schon in der Familie an. Ne? Also wenn Kinder Auseinandersetzungen mit ihren Eltern haben, na, dass sie da wirklich auch mal über sich reflektieren und da nicht immer die Eltern als für alles verantwortlich machen, weil sie haben auch ihren Beitrag geleistet, damit Situationen vielleicht nicht so toll laufen, wie die Kinder sich das vorstellen. Also, das ist ein Rat, den ich Jüngeren mitgeben würde. Bleib bei dir und frag dich, was hast du dazu beigetragen, dass die Situation, die du gerade kritisierst oder die dir gerade nicht behagt, dass die Situation überhaupt so entstanden ist? Na, oder ja, wenn es jemanden ja, körperlich nicht gut geht, ja, dass er sich dann selbst aufregt, ja, was habe ich denn dazu beigetragen, dass sich mein Körper nicht besser fühlt. So, dass er sich mit sich auseinandersetzt. Ja. Und was wünschst du dir für dich und deine weiteren Schritte jetzt in für die nächsten 2 Jahre? Was darf da entstehen und wachsen in dir? Ja, was ich mir wünsche, das ist tatsächlich noch mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Das darf noch weiter wachsen. Also, Lebensfreude, Leichtigkeit. Das Woran darf. würdest du merken, dass Lebensfreude und Leichtigkeit Platz nehmen in dir, Dieter? Ich würde mehr strahlen, ich würde mehr lachen wahrscheinlich. So an solchen Sachen. Ich würde mich unbeschwerter und leichter fühlen. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch merkt, okay, also irgendwie matcht das in meinem Leben nicht, ich habe mir jetzt mal die Ratschläge von Dieter zu Herzen genommen und habe mich gefragt, was das vielleicht mit mir zu tun hat, wo ich gerade stehe, ob ich bei mir angekommen bin. Und dieser Mensch merkt vielleicht, ich bin gerade nicht bei mir, aber ich kriege das alleine nicht hin. Was würdest du diesem Menschen empfehlen? Ich würde ihm empfehlen, dass er sich wirklich einen Mentor sucht und so frühzeitig wie möglich und dann nicht nur für eine Phase, bis halt das Problem in Anführungszeichen gelöst ist, sondern mit dem Mentor dann auch weiterarbeitet,
wenn die Situation schon vorbei ist. Jeder kann einen Trainer gebrauchen. Eine Fußballmannschaft, wenn sie auf Meisterschaftskurs ist, dann kann sie auch nicht sagen, wir können jetzt den Trainer entlassen, weil wir sind ja so gut, wir brauchen jetzt keinen Trainer mehr oder wir brauchen nicht mehr regelmäßig trainieren, weil wir sind ja eh auf Meisterschaftskurs. Also wenn diese Mannschaft, die gerade die Meisterschaft vor Augen hat, aber es sind noch einige Spieltage, wenn die anfangen würde, nicht mehr regelmäßig und diszipliniert zu trainieren und den Trainer zum Teufel jagen, die würden mit Sicherheit nicht Meister werden. Also wenn man sich weiterentwickeln will, na, dann sollte man sich einen Coach suchen, mit dem man regelmäßig, wahrscheinlich sein ganzes Leben lang arbeitet. Es muss nicht immer der gleiche sein, weil es gibt ja Entwicklungsstufen und alles ist mal zu Ende. Ne? Nach einem gewissen Wachstum, wenn kein weiteres gemeinsames Wachstum mehr stattfinden kann, dann sollten sich halt die Wege trennen. So wie auch in einer Beziehung, wie in einer Partnerschaft. Also ich würde wirklich allen raten, die da nicht weiterkommen, ne, bei sich einen guten Mentor oder einen guten Coach zu suchen. Und es gibt so viele gute. Ja, großartig. Ein wunderschönes Beispiel. Ich finde, da ist dem eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Die letzte Frage, die ich dir gerne für heute stellen möchte, es war für dich in diesem Gespräch nochmal etwas wichtig, was du selbst nochmal gesagt hast, gehört hast für dich selbst, was dich unterstützt auf deinem Weg oder bestätigt. Ja, schon, dass ich weiter auf diesen Weg gehen soll, den ich eingeschlagen habe. Was ja dann wahrscheinlich, na, du hast ja auch das Beispiel gebracht, was mir dann in 50 Jahren mein älteres Ich sagen oder raten würde. Na, wenn er heute zu mir sprechen könnte, ja, dass ich einfach auf diesem Weg weiterbleibe. Na, und dann. Ja, dann wird, glaube ich, schon mehr und mehr von dieser Leichtigkeit und von der Lebensfreude in mein Leben kommen. Und ja, vielleicht kann ich ja dann auch, wenn ich das wirklich so umsetzen kann, wie du es angedeutet hast, vielleicht kann ich dann auch ja, die Kreise einfach ein bisschen erweitern, dass da andere wirklich auch mehr versuchen, so einen Weg zu gehen, weil wir haben zu viel Krieg und zu viel Kampf da draußen. Das fängt in der Familie an, weil in den Familien es so viel Kampf gibt und Krieg kann es ja auch im Außen so viele Auseinandersetzungen und Kampf und Krieg geben. Wir sollten alle erstmal bei uns anfangen. Du hast vorhin die beiden Mentoren genannt, Terence und Bud Spencer. Was würden die genau zu diesem letzten Bild von dir formulieren? Was würden die sagen zu dieser Aussage von dir? So sei es. Dieter, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses schöne Interview. Ich freue mich tatsächlich auf das nächste, wenn du Lust hast. Und bedanke mich erstmal für deine tollen, wertvollen Statements, die hoffentlich die Zuhörer alle gehört haben und für sich auch umsetzen werden. Na, vielen Dank, Tina, und ja, auch dir nochmal vielen Dank für die Wertschätzung, die du mir erweist, auch mit diesem Interview. Also wirklich, vielen Dank. Von Herzen gern, Dieter.